Herzlich willkommen beim Motorradmagazin hier vom Wheels and Waves Festival in Biarritz. Ich glaube, zum letzten Mal war ich vor sechs Jahren da und das Ganze ist gewachsen. Es hat sich mindestens verdoppelt. Viele sagen natürlich auch kommerzialisiert. Sind viele neue Firmen eingestiegen, unter anderem auch Honda oder Breitling ist ein Hauptsponsor. Das steht hier zumindest auf meinem Eintrittsband. Aber ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich finde es immer noch großartig. Ich bin wirklich unter meinesgleichen. Und was ich auch großartig finde, dass man hier die 10 besten Custom Bikes auf Basis der Rebel 500 bzw. der Rebel 1100 bestaunen kann. Und ihr könnt wählen, welches das beste Custom Bike ist unter hondacustoms.com. Und um euch die Entscheidung etwas leichter zu machen, schauen wir uns jetzt ein paar an. Hier steht einmal eine, die schaut dem Serienbike noch am ähnlichsten, ist schwarz belassen. Das ist übrigens hier die 500er, da muss man auch ein bisschen genau schauen auf den Motor. In dem Fall heißt das Bike Miku Niguro von Ikuno Motorbike. Ja, natürlich so ein japanischer Boba-Style mit den entsprechenden fetten Reifen. Ansonsten sehe ich dann doch viel Serienteile, viel unberührt, Spiegel natürlich runter, kleine Blinker drauf, ein paar Kleinigkeiten. Aber da hat man eher die Form, die Gestalt der Rebel relativ in Serie belassen und einfach geschaut, dass man eben durch die Reifen einen ärgeren Boba-Effekt erzielt. Aber da wird es dann wirklich interessant und da gab es auch schon Kritik ein bisschen im Internet, von einer Seite zumindest auf meinem Instagram-Kanal. Da hat jemand gemeint, ja, warum nimmt man eine Cruiser-Basis und baut dann einen Flat-Tracker oder was derartiges daraus, was mit der Basis nichts mehr zu tun hat. Ich finde gerade auch das interessant. Natürlich, da ist eigentlich nur mehr der Rahmen und der Motor vorhanden. Der Rest ist extrem stark verändert. Auch ein anderer Tank, andere Fender. Natürlich die komplette Sitzbankposition ist anders. Hochwertige Federn, ein extremer Auspuff. Extrem klein, kurz und relativ, was heißt komplett offen, also wenn ich da reinschaue. Auch die Fußrastenanlage, wenn es schaut, großartig, poliertes Alu, griffige Fußrasten. Also da wurde schon einiges mehr gemacht. Auch Holzgriffe übrigens, auch sehr beliebt, richtig geile Teile dabei. Ist für mich einer der Favoriten, der drei Favoriten vielleicht. Da haben wir eine 1100er, die auch wieder nahe der Serie sich bewegt. Da gibt es auch ein paar Serienteile, wie vorne zum Beispiel diese Hammerhai-Verkleidung. Dann haben wir aber Softkoffer, die sind wahrscheinlich von SW, glaube ich, SW Motec. Oder sind es auch von Serie, da steht jetzt leider nichts drauf. Serienfahrwerk, alles naturbelassen, genauso die Fußrasten, sogar der Auspuff, der natürlich leider nicht zu den schönsten Features bei der Rebel zählt. Aber mein Gott, ja, also auch da eigentlich relativ wenig Eingriffe. Und dann haben wir wieder zwei Kandidatinnen, die extrem umgebaut sind. Die Lucy zum Beispiel von Honda Garonda. Ein bisschen mit so 50s Farben, Weißwandreifen von Metzeler drauf. Auch die Minimaske, alles lackiert, Tank, Heck. Originalblinker auch draufgelassen. Auch da wieder natürlich die Spiegel abmontiert und so. Also da hat man eigentlich einen großen Effekt erzielt, ohne wirklich viel zu machen. Und daneben dann auch wieder eine meiner Favoritinnen, die Manboard von Motociclo Audaci. Das ist halt auch wieder was Extremeres. Auch wieder ein bisschen Richtung Flat Tracker mit stark profilierten Reifen, eigener Gabel. Also das vielleicht sogar der extremste Umbau. SC Project. Auspuff hier hochverlegt. Ja, ganz andere Reifendimensionen natürlich drauf, wie ihr seht. Springergabel ist natürlich ein Wahnsinn. Ja. Also da hat man wirklich viel gemacht. Und es liegt jetzt an euch zu entscheiden, was euch wichtiger ist, der große Aufwand, den jemand getrieben hat, dass er das Motorrad, wie gesagt, komplett umgemodelt hat oder dass es dann doch seriennah
geblieben ist, dass man doch die Basis durchsieht. Hier hinten haben wir dann übrigens noch einige Modelle im Dunkeln, aber ich würde einfach vorschlagen, ihr schaut euch das im Internet an, ihr wählt eure Favoritin auf hondacustoms.com oder ihr seid vielleicht sogar da gerade und schaut das eh live auch, so wie ich, bewundert ihr das. Wie auch immer, auf jeden Fall stimmt ab und ja, es kommen weitere Videos natürlich hier vom Wheels and Waves. Wir fahren dann auch mit Serien Rebels noch aus, mit der 500er, mit der 1100er. Ich hatte die 1100er als Dauertester. Von der 500er bin ich bis heute extrem begeistert. Eines der lustigsten Motorräder in diesem Hubraumsegment. Und ich habe wirklich lange darauf gewartet, dass endlich die großen Umbauten kommen, auch vor allem aus Japan. Die bauen gern diese kleinen hubraumigen Motorräder um. Bei uns sind wir da ein bisschen zögerlich, obwohl gerade bei der 500er der Serienpreis, der Einstiegspreis ja wirklich moderat ist und da kann man sich durchaus auch also ein paar Zubehörteile leisten und die dran machen und einfach seine ganz persönliche Rebel gestalten. Dann danke ich euch einmal fürs Zuschauen, abonniert unseren Kanal, abonniert unser Heft, lest unser Heft online und bestellt euch versäumte Ausgaben nach. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.